Willkommen zurück zu Donkey Kong Country 1. Eigentlich wollte ich ja jetzt anfangen, hier so ein paar Secrets noch zu suchen, aber das mache ich am Schluss. An dem Tag, wo ihr, wo Ölfassbulle war, an dem Tag, wo ich dieses Video aufnehme, wird der erste Part freigeschaltet von diesem Projekt. Und ich muss diese Ruhe jetzt einfach mal ausnutzen, die ich hier habe zum Aufnehmen, weil diese von Nachbarn mal wieder meinten, die ganze Nacht bis heute Morgen um 9 Uhr die Musik anzumachen. Naja, kann man nichts für. Ich glaube, das Wort piept sich einfach aus. Und ich habe gerade ganz kurz nicht auf den Bildschirm geguckt. Bin nämlich gerade die Stoppuhr gestartet, die noch gefehlt hat. Aber das ist jetzt nicht schlimm. So, sehen wir es einfach mal als peinlichen Fail an, weil ich nicht aufgepasst habe. So, aber ich hole mir das Leben einfach wieder. Ich hole mir das Leben einfach nochmal. Boom. Wenn ich da nochmal rein kann. Yeah. Dann tun wir einfach so, als wäre das nicht passiert, okay? Fände ich nur fair, mir gegenüber. So, und ich finde die Musik hier in diesen, in diesen Industrieleveln einfach nur episch. Ganz ehrlich, die kann man nur mögen, diese Musik. Die ist einfach nur genial. So, das erste Ölfass ist down. Ich glaube aber, dass wir das TNT-Fass für irgendwas gebraucht hätten. So, was haben wir hier für ein Fass? Nochmal ein DK-Fass. Also die Musik bei Donkey Kong Country an für sich ist ja richtig genial. So. Ach nö, jetzt ist mein Reifen weg. Und wir kriegen ihn nie wieder. Nein! Jetzt sterben lassen nur wegen diesem Reifen will ich auch nicht. Aber ich komme auch so ans Ohr ran. Mohaha. Mit ein bisschen Skill geht das. So, kurz warten. Zack. Ah, die Käfers. Okay. Würde ich erstmal dich aus dem Weg schaffen. Aber wir kommen hier auch so drüber. Mit einem beherzten... Eieiei. Och nö. Gib mir mal das Fass wieder. Och nö. Schade. Okay, aber wir waren ja jetzt im Midway Point. Alles klar. So, dich nehme ich mal mit. Okay. Ölfasspulver. So. Ich sollte auch mal drauf springen. Okay, dich nehmen wir mal nicht mit. Scheiße. So. Boing, boing. Doch nicht? What the fuck? Ah. Wunderschön. Das zweite Secret. Piu. Piu. Und ich finde das mit den Layern hier, dass hier was im Vordergrund ist und auch im Hintergrund, das finde ich richtig toll gemacht. Ganz ehrlich. So, ab jetzt wird dieses Level arschig. Wisst ihr was? Geronimo! Nose. Das wird nichts. Vorsichtig. Boing, boing. Sind das jetzt diese Dreierfässer? Nee, noch nicht. Okay. Aber wir sollten nicht zu lange auf diesen Fässern draufstehen. Ah. So, sehr schön. Ich glaube, hier wäre... Ach, nö. Noch ein Secret, wollte ich eigentlich gerade sagen. Ach, nö, Leute. Manu. So kommen wir nicht voran. Jung. So, erstmal bist du...
Na, zumindest ist ein Fass down. Ach nö. Scheiße. Geh mal weg da. So. Boing. Yeah. Ja, brauche ich ja jetzt nicht mehr. Wobei, ich weiß nicht, ob wir das... Wieso ist das jetzt wieder zu? Ich weiß jetzt nicht, ob wir das Ende noch haben. Oh Mann! Da hat sich gerade rumgedreht. Okay. Alles klar, noch mal versuchen hier. So. Du bist down, mein Freund. Boing. Du bist down, mein Freund. Ihr seid alle down. Und diesmal würde ich gern trotzdem noch mal da rein. Einfach nur, weil Baum. Das ging schnell. Warten. Und rüber. Und vorsichtig. Und rüber. Und rüber. Sehr schön. So, hier müssen wir jetzt wieder Vorsicht walten lassen. Boingsen. So, jetzt kommen diese komischen Dreierfässer. So, kurz warten. Kurz warten. Jetzt. Kurz warten. Kurz warten. Jetzt. So. Warten wir erstmal, bis hier das Oil weg ist. Zack. Und holen uns das G und das N hatten wir doch noch eingesammelt. Yeah! Und wir haben nicht alles. Schade. Wobei ich mich auch immer noch nicht entschieden habe, die 100... Ach komm, ich mach die 101%. Trick, track, track. Und jetzt hören wir auch mal die epische Musik aus diesen komischen Höhlenleveln. Komplett. Weil der Level wird ein bisschen dauern. Und ich werde ihn auch nicht auf Anhieb schaffen. Definitiv nicht. Wie Donkey Kong einfach so hinterherhängt. So. Gehen wir mal nach außen. Tag. Na. Also Donkey Kong Country höre ich von vielen. Oh, das war der Horror meiner Kindheit. Das Spiel war voll schwer. Ich bin ehrlich, ich finde es auch schwer. Ich finde es schwerer als die anderen beiden Donkey Kong Country Teile für das SNES. Wobei das hier den nostalgischsten Flair hat, meiner Meinung nach. Und vor allem die schöneren, das schönere Ambiente. Schönere Level-Design. So, du natzt mich nicht, mein Freund. Das waren zwei? Okay. Hätte man mir auch mal eher sagen können. So. Oh, ich hasse diesen Sprung. So. Einfach Bananen sammeln. Einfach Bananen sammeln. La. La la la. La la la. La 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 la. La 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 la. Oh, nö. Ich bin runtergefallen. Na, egal. Hauptsache, wir haben das Secret gefunden und wir sind im Midway Point. Und ihr habt diese epische Musik jetzt gehört. So. Und jetzt wird's... B-Ski-Szenen. Weil jetzt kommen gleich auch Gegner, die wir nicht so einfach mit Diddy Kong besiegen können. Da bräuchten wir eigentlich Donkey Kong und ich kann hier auf diesem Fass, auf diesem Teil nicht wechseln. Das ist ja das Problem. Au. Also muss ich mich mal kurz treffen lassen. Oh, nö. Dieses Fass werde ich wohl nicht mehr bekommen. Hallo, Diddy Kong. Ich mag diese Musik. Guck mal, wie er einfach nicht runterfallen will, ne? Aber wenn wir das O nicht haben, dann holen wir wenigstens uns das Kling. Oh, nee. Schnapper. So, das G holen wir uns aber auch noch. Zwei Schnapper. Und jetzt kommt so ein Fesselwerfer. Aber auch an dem kommen wir einfach vorbei.
Die Bienen hier, die, da mache ich mir keine großen Gedanken. Der hier, der fällt auch nicht so einfach runter. Ich finde das immer wieder witzig, wenn der nicht gleich runterfällt. Boah, sind wir jetzt in diesem Level einmal gestorben? Nö, wir haben es jetzt auf Anhieb geschafft. Aber halt nicht mit 100%. Hm? Fahrstuhlspiele! Yay, ein Höhlenlevel! Ach, scheiße. Komm mal her. Nee, reicht nicht. Ja. Ja. Okay. Das haben wir schon mal verkackt. Aber ich kann hier hoch. So. Und hier gibt es ganz, aua, viele Schlangen. So. Falls doch jemand auf die dämliche Idee gekommen ist, hier einen Fail-Counter zu machen. Nur wenn ich Diddy Kong verliere, ist das kein Fail, ne? Also nur wenn ich getroffen werde. Also nur wenn ich wirklich ein Leben verliere, ist das ein Fail. Niu. 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 Au. Also das war jetzt zum Beispiel kein Fail. So, riskieren wir es. Am besten jetzt. Jetzt oder nie. So, die roten Bienen sind nämlich gefährlich. Oh Gott. So. Sehr schön. Moment mal. Ah, Bananen. Das heißt, wir bekommen wieder ein Leben dazu. Yeah. Aber eins ist schon mal sicher. Wir bekommen mehr Leben, als dass wir verlieren. So, und jetzt gehen sie los, die Fahrstuhlspiele. Ich glaube, das hätte ich mitnehmen müssen. Scheiße. Das war ein Fail. Oh, Mann. Jo. Bing. So, ich würde jetzt gerne was wissen. Deswegen gehe ich nochmal zurück. So. Nö. Hier ist nichts. Ah, okay, das wäre für den hier gewesen, wenn wir nur Diddy Kong gehabt hätten. Geh mal weg da. Aber wir haben ja nicht nur Diddy Kong. Oh Gott. Oh Gott. So. Zack. Und zack. Jetzt wird's episch. Jetzt. Und hier rüber. Aua. Ich finde das Geräusch von Donkey Kong, wenn er getroffen wird, so episch. So. Tudelilit. Tudelilit. Homo Dance, Homo Dance. So. Und nochmal dasselbe Spielchen. Yeah. Und nicht zerquetschen. Lassen. Puh. Jetzt. Yeah, wir haben es geschafft. Mit Diddy Kong. Auch okay. Wieder nicht 100% geschafft in diesem Level. Wieder nicht alles gefunden. Da wollte ich eigentlich noch gar nicht hin. In den Reiherweiher. Reiherweiher. Wir speichern jetzt und dann beende ich den Part erstmal. 51% und wir haben das Spiel eigentlich fast durch, ne? Alles klar, ich beende den Part erstmal. Im nächsten Part geht's dann in den Kotzweiher. Alles klar, bis dann, euer Mr. Mr.